Hallo, da bin ich wieder. Das, was ich jetzt gerade gesehen habe am Anfang, hängt mit dem Mod zusammen. Diese komischen Zeichen hier. Den nehme ich raus. Das hat irgendwas mit Schriftgrößen zu tun, habe ich jetzt gerade festgestellt. Und das möchte ich so nicht haben, weil das ist blockiert mir mein Start- und End-Kombination der Tasten. Deswegen nehme ich das dann raus, wenn ich da mal in Minecraft geschlossen habe. So. Wir waren stecken geblieben beim Questbuch, nämlich hier. Das heißt, ich muss mich jetzt auf die Ebene 160 bis 200 begeben. Dazu würde ich mir gerne mal zwei Spitzhacken aus Stein bauen und würde meine Werkbank mitnehmen, wobei die brauche ich nicht. Mal kurz Pause machen. So, Entschuldigung. Ich wollte doch das Menü habe ich doch mir extra installiert. Ich versuche mal, ob ich vielleicht hier schneller nach Hause komme. Was nehme ich denn hier? Ich hoffe mal, weil mit Cooldown ist schon sehr doof und würde mir auch nicht unbedingt gefallen. Fertig. So. Okay, jetzt soll ich herausgehen. Ich bin voll. Ich könnte mich nochmal entstrahlen, aber ich glaube, ach, das mache ich schnell. Das war ja in der Kammer hier. Mal schauen, ob es da jetzt rechts runter geht. Das ist ja was wie so eine Art Schlafsack. Ein bisschen geht es runter, na, dann mache ich es nochmal. Ach, hier muss ich auch warten, auch ein Timer. Okay. Ja, dann nichts wie raus hier. Zum Fahrstuhl. Und jetzt muss ich auf Höhe. Ja, wo keine Monster sind am besten. Wo bin denn ich auf welcher Höhe? Ich bin auf 237. Oh, das wird mich natürlich auch reizen unten. Ah, da ist jemand drauf. Nee, will ich nicht. Und da würde ich auch gern hingehen. Und ich gehe jetzt aber mal auf diesen Asteroiden direkt hier drunten. Da ist kein Monster weit und breit. Perfekt. Na, dann klopfe ich mich mal hier rein. Am besten durch die Mitte, weil die haben ja geschrieben, dass hier unten drunter was sein könnte. Aber das ist schon sehr langsam, ne? Ich mach's mal mit der Steinhackst. Ja, mit der Steinspitzhacke, wohlgemerkt. Okay. Ich habe jetzt die Vermutung, okay, da ist schon was. Lass mich mal schauen, was das ist hier. Steinkohle. Steinkohle nehme ich mit. Ach, ist ja sowieso eine Quest. Ich schaue mal, wie tief das geht. Und dann würde ich die komplett abbauen. Natürlich ohne euch. Weil das wäre sonst Zeitverschwendung. Ja, die geht noch ein Stückchen runter. Okay. Dann schalte ich jetzt hier mal auf Pause und baue mir das schnell mal ab. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, Leute, ich bin ja blöd. Wieso arbeite ich mit den billigen Werkzeugen hier? Ich sollte auch Eisen finden. Und wenn ich Eisen finden würde, dann schmelze ich mir das ein und würde direkt hier ein besseres Werkzeug bauen. Warum soll ich das jetzt hier also quasi mit denen machen? Da drüben wäre noch ein Planet auf dieser Ebene. Wenn ich mich jetzt hier oben... Jawohl, da kann ich mich hier schön... Spring hoch, geh hoch, geh... Oh, wieso denn nicht? Warte mal, schnell. Hallo? Okay, gut, danke. Was ist denn jetzt los? Jetzt hänge ich fest, okay. Vielleicht habe ich Glück und hier ist schon Eisen drin. Ich hätte mir vielleicht das Kohlevorkommen noch ein Map-Marker machen müssen. Aber das war ja direkt unter dem Schiff. Aber vielleicht sollte ich mir trotzdem... Ich weiß ja nicht, wie weit ich in diesen Sphären vordringen werde. Ach, da ist schon Eisen. Das ist ja perfekt. Leute, hätte ich einen Ofen mitnehmen sollen. Das baue ich natürlich jetzt direkt ab. Okay, auch hier schaue ich mal, wie groß die Ader ist. Weil Eisen werde ich jetzt ziemlich brauchen, auch schon für Rüstung und so. Und dann müsste ich direkt mal schauen. Ah, das ist eine schöne Ader hier. Wie weit ich das verdoppeln kann. Jetzt muss ich mal kurz reingehen. Ey, wisst ihr was? Ich bin jetzt direkt so frei und baue mir noch eine Werkbank, weil die habe ich liegen lassen. Entschuldigt. Und baue mir hier nochmal ein bisschen einen Ofen.
und würde direkt während des Abbaus hier, hallo, nicht aufhängen, Leute, direkt mal Eisenerz hier schmelzen und mir dann ein besseres Werkzeug bauen. Sobald ich hier drei Eisen hier in meinen Ofen habe, weil das baue ich hier komplett ab und ich nehme euch noch mit, bis ich zu den Eisenwerkzeugen komme. Ich glaube, drei müssten jetzt schon durchgebraten sein. Zwei, oh okay, braucht ein bisschen. Schmelze ich gleich noch ein bisschen mehr ein. Aber mit der Eisenspitzhacke sollte es natürlich dann um einiges schneller gehen. Wir wissen ja, ne? Nur das Beste vom Besten. Ja, okay, also es geht schon ein bisschen schneller. Also ich baue mir das Eisen hier auf jeden Fall komplett ab. Und melde mich dann wieder, wenn ich den Junk hier leer gebaut habe. So, ich schalte mich mal hinzu wieder. Diesen Junk habe ich jetzt hier komplett abgebaut. Und einiges auch schon bereits eingeschmolzen. Da warte ich jetzt mal ab. Das nehme ich gar mit und verschenke die Kohle, weil mein Sauerstoff geht nämlich zur Neige. Das darf ich immer nicht vergessen. Und vor allem, mich stört ein bisschen, dass hier alles so rumschwirrt. Und jetzt probiere ich mal, ob mein Home hier schneller geht. Ne, habe ich immer noch 5 Sekunden. Das stört mich ein bisschen. Da muss ich echt schauen, wie ich das unterbinden kann. Und schaut mal meine Ausbeute an, Leute. Wow, Hammer, Hammer, Hammer. So, jetzt gehe ich zuerst mal eine Kiste bauen. Oder, ja, für meine Erze. Die würde ich dann direkt hier oben drauf stellen. Beziehungsweise, ne, wisst ihr was, Moment, ich brauche ja Energie, ne. Generiert nicht. Oh weh. Oh weh. Boah, ich muss hier Energie. Alter Schwede, wie... Oh, ich muss Kohle abbauen. Oh, jetzt komme ich ein bisschen unter Druck. Komm an, Astrid. Ich muss jetzt Aluminium, Zinn, Kupfer und Blei finden. Und die Rare Asteroiden auf Höhe 10 bis 80. Diamantsmaragd. Unraffiniertes Dash. Solides Meteoreisen. Oh, ich muss mich schauen, wie ich Energie bekomme, Leute. Ich schau mal, was für Generatoren es gibt. Generatoren. Kohlegenerator, das ist ja das Teil da drin, ne? Ne, ich brauche eigentlich automatische. Combustion Generator. Dabei wieder Redstone habe ich nicht. Eisen hätte ich jetzt. Da, jetzt geht's wieder los mit der Energie. This machine produces RF from coal. Ja, das nützt mir nichts. Ich brauche einen Cobblestone-Generator oder sowas. Was ist denn das da für einer? Verbrennt Kohle oder Kohle, um Energie zu erzeugen. Die einfachste aber effizient Energie zu erzeugen. Verdammt. Fuel Generator, Magnetic Field. Was ist denn das hier alles da? Inventory Pink. Inventory Culinari. Okay, also ich brauche die Kohle. Das bedeutet, viel Arbeit auf jeden Fall. Wenn ich keinen Sauerstoff mehr habe, bin ich tot. Das heißt, ich muss hier Kohle abbauen. Ich darf hier gar nicht so viel Kohle verschwenden in den Ofen. Was will ich jetzt machen? Sauerstoff will ich tanken. Oder aber ich, Moment, haben wir Bonsai. Dann kann ich zumindest Holzkohle machen. Bonsai, ja, ich habe so Bonsai-Gedöns. Bonsai-Pot. Ah, ich habe wieder keine Ziegel. Redstone-Ofen. Tonklumpen. Brauche ich Schlacke und Erde. Wo kriege ich eigentlich Erde her? Brauche ich Schlacke. Und Purple Biomass. Autsch. Oder ich bin Infected Clayball. Das bringt mir auch nichts. Das ist jetzt doof. Redstone Ofen. Pulverisierer. Oh oh. Einmal Wasser habe ich ja auch noch gar nicht. Und Schlacke bekomme ich in der Induktionsschmelzerei. Da war wieder Sand. Okay. Ich werde auf jeden Fall jetzt dann. Das gefällt mir hier nicht. Das muss ich mal editieren. Und an das Bild nehmen. So. Ich werde auf jeden Fall jetzt dann hier
auf die Schnelle noch nach außen gehen, mir die Kohle gar abgraben und dann schauen wir hier, oh weh, der hat schon keine Energie mehr, oh wow, wow. Ich muss einen Hebel bauen. Oder zwei, damit ich die Maschine abschalten kann. Weil die Batterie ist jetzt einigermaßen voll. Ich mache jetzt mal die Batterie voll. Und der hat doch genug hier. So. Ich würde jetzt nämlich hier mal das abschalten. Ich gehe das hier mit. Lass mich mal schnell schauen. Okay, weil ihr seht ja, der hat ja Kohle verbrannt ohne Ende, ne? Okay. Gut, da fackel ich gar nicht lange rum, Leute. Ich habe eine Werkbank dabei, ich habe Eisen dabei, das lege ich da rein. Eine Werkbank, ich muss jetzt direkt nochmal raus und baue mir die Kohle ab, die ja direkt hier unten drunter war. Jetzt weiß ich bloß nicht, wo ich runter bin, ob ich hier runter bin. Nee, oder doch, das war der da unten, ne? Verdammt. Oder aber ich wandle Holz um, aber da ich jetzt ja noch keine... Wo ist jetzt hier mein Asteroid? Ich glaube, der war hier unten, ne? Ich bin jetzt mal so frei und springe einfach mal hier rein, genau. Da war mein Kohlevorkommen, da gehe ich jetzt natürlich rein und baue mir alles an Kohle ab, was es hier so gibt, und bin dann gleich wieder bei euch. So, da bin ich schon wieder, die letzte Kohle abgebaut, aber wisst ihr, was mich ein bisschen stört? Dass mir die ständig durch die Gegend fliegt, und ich würde mir hier gerne einen Magnet oder so bauen. Disabled. Aber wenn eine Enderperle. Redstone und Blei. Also ich glaube, wenn ich da Blei bekomme und Redstone irgendwann, baue ich mir so ein Magnet. Und ich glaube, weil mich stört dieses, ich habe doch das System geändert, das Symbol geändert, Leute. Machen wir mal weiß und fertig. Ich würde jetzt mal was ausprobieren. Ob ich hier... kann ich jetzt im Nachgang gar keine Cheats mehr machen? Verdammt. Okay, das mit dem Homepunkt stört mich ein bisschen. Das werde ich auf jeden Fall früher oder später herausnehmen. So, ich habe auf jeden Fall erstmal ein bisschen Kohle. Aber ich habe doch abgeschalten, Leute. Wieso arbeiten die trotzdem weiter? Oder ist es der Knopf da? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich würde jetzt erstmal die Kohle da oben lagern und mir ein Eisenschwert bauen und heute noch. Und ich muss ein paar Sachen wegwerfen. Nee, ich würde das Holzschwert gerne da reinlegen. Und das da reinlegen. Und danach noch die Axt. Und dann kann ich mir hier nämlich besseres Werkzeug bauen. Also so. Ich muss meine zweite Eisenspickzacke bauen. Die ist kaputt. Ich weiß nicht, momentan nicht, wie man die repariert. Und ich würde jetzt gerne mal ganz kurz auf Plünderungstour gehen, weil... ich hoffe mir dadurch an Batterien oder so zu kommen, weil sonst werde ich hier jämmerlich an Energieversagen sterben. Jetzt muss ich mal schauen, was das da drüben ist. Das war ein Labor, ne? Da habe ich so ein Mine. Ich weiß bloß nicht, ob da Feinde drin sitzen. Und ich bin jetzt mal hier, ich gehe jetzt mal auf, ja, das ist ein Creeper oben drauf. Na gut, ich springe mal da runter, in der Hoffnung, ich komme dir an ohne Verderben. Sauerstoff, oh, habe ich nur einen halben. Aber es macht ja nichts, ich glaube, in so einem Raumschiff dürfte auch Sauerstoff vorhanden sein. Und du kriegst erstmal einen Kick von oben, zack. Oh, hallo, hier hat der Deck explodiert. Oh, nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen. Der ist weg, alles klar. So, jetzt muss ich noch schauen, wie ich da reinkomme. Immer wenn ich still bin, bin ich konzentriert, Leute. Ja, Mist, ich komme da nicht rein, ne? Da gibt's
gibt es auch keinen Fahrstuhl. Ich würde mal da rein springen. Oh, da ist was drin. Der schaut nicht gut aus. Ich gehe mal da hoch. Oh, spring. Hey, warte. Nicht nervös werden. So, ich gehe mal da hin. Da war ja ein Eingang jetzt, ne? Hier unten. Also es klingt auf jeden Fall nicht sehr freundlich, das Teil da drin. Und ich würde mir aber... Wisst ihr was? Ich baue mich da kurz runter. Wieso habe ich denn Steine einstecken? Ist gar nicht so einfach. Okay. Das war doof. Aber ich kann ja mal hier kurz... Ah, das ist natürlich schon nervig. Ich bin schon wieder ganz aufgeregt. Machen wir so. Kann ich hier auch was anbauen? Ja, okay. So. Jetzt will ich da mal einen Stein hier wegklopfen. Wo ist denn der jetzt? Wahrscheinlich sterbe ich. Deswegen stört es mich mit diesen 5 Sekunden. Ah, der Käfer, ja, ich habe mir schon gedacht, wie. Oh, wie tödlich der doch. Oh Gott, ist der stark. Oh, kick me like. A football. Hallo? Wo spinnst du mal? Oh, blablabla. Hier, bleib hier. Warte, greifen. Oh, greifen. Oh Mann, der voll Hektik, hey. Ach, da ist ja noch so einer. Oh Mann, komm her. Oder bist du lieb? Bist du wohl lieb? Nee, du bist nicht lieb. Du kannst nicht lieb sein. Käfer sind nicht lieb. So, schauen wir mal, was wir hier hinten haben. Eine Kiste auf jeden Fall. Schauen wir, das ist gut. Einmal, ich glaube mir alles, weil mein Sauerstoff zur Neige geht. Fracht-Entlader. Wisst ihr was? Gönne ich mir. Keine Axt. Ah, verdammt. Ach, das geht so. Okay. Gönne ich mir alles. Schade, dass es hier nicht ist. Oder ist hier unten noch was? Nee. Brauche ich eigentlich die Blöcke da? Ich könnte mal ein bisschen Glas mitnehmen. Ich loot jetzt einfach mal hier. Ein paar Blöcke sind auch nicht schlecht. Hallo, Glas, bleib hier. Oh, Nerv. Okay, jetzt müsste ich da rüber. Ah, das ist ein Monster. Okay, wie viel Sauerstoff habe ich noch? Ah, ich muss nach Hause schon wieder. Hallo? Command, copy to clipboard. Was? Was passt denn jetzt hier nicht, Leute? Command, home. Nicht clipboard, ausführen. Fertig. So. Achso, Moment. Habe ich alles angesammelt? Ja. Ey, diese 5 Sekunden muss ich echt ausschalten. Ich muss mal schauen, wie ich das anstelle. Erstmal alles hier rein. Ganz auf die Schnelle. Und Sauerstoff raus. Das ist wirklich, das ist ein bisschen viel auf einmal. Die Batterie geht runter. Und der generiert einfach drauf zu. Da geht schon los hier. Ich wollte eigentlich ganz entspannt spielen. Vakuumglas, also. Und was habe ich hier angesammelt? Lass mich mal schauen. Munition. Compressed Coal. Eisenbahn. Das brauche ich ja sowieso im Inventar. Das habe ich eins einstecken. Frachtentlader. So, Frequenzmodul. Overworldian, sagt man nichts. Kohle auf jeden Fall. Dose mit Nahrung, ja, das war jetzt gepresstes Kupfer. Schematik. Also war jetzt nicht so der Burner dabei, dass ich mir gedacht habe, okay. Aber wieso kann ich das nicht abschalten hier? Wieso kann ich das nicht abschalten? Muss ich da oben vielleicht ein versiegelbares Aluminiumkabel? Status aus. Status an. Status aus. Ich muss auf jeden Fall hier
schauen, wie ich RF generieren kann, weil sonst geht mir die Luft aus. Also, eher wo die Mods natürlich alle kennt, sagt, hey, mach doch das und das und das. Leute, aber ich habe echt erstmal schauen, dass ich hier. Mensch, wir haben den Dinger gehießen da. Also auf jeden Fall. Combustion Generator. Ja, da brauche ich wieder Redstone, das habe ich ja nicht. Wo bekomme ich einen Redstone her? Droppt mir vielleicht irgendein Monster Redstone. Dann werde ich nämlich direkt nochmal mich erst nochmal säubern. Wo ist meine Kammer? Ach, da unten war sie doch. Da. Hier. Dann muss ich mal direkt ein paar Monster klatschen. Vielleicht bekomme ich ja ein neues Stück. Wie bekomme ich sonst Energie, ne? Energie. Shipping Container. So, Raffinerie kann ich wahrscheinlich noch nicht bauen. Sauerstoffverteiler. Terraformer. Ah, das ist alles so Zeug. Ich schaue schnell mal hier ins Questbuch. Da haben wir noch was freigemacht. Moment, vielleicht ist das da drin. Chemielabor, Raffinerie, Kompressor. Öl gibt es auch. Ich klicke mir das mal an. Complete Iron Ore habe ich gemacht. The Chapter will guide you through all the machines survive. Ja, das brauche ich ja, Leute. Also gut, Schaltkreisfabrikator. Schaltkreis klingt nicht gut, habe ich schon ganz schlechte Erfahrungen in Cracktech gemacht. Ich brauche Aluminium und Redstone, verdammt. Okay, da muss ich schauen, wo ich Redstone herbekomme. Struktur, ach jawohl, schau her. Das musste ich sogar erledigen. Kill an Alien. Ein Alien-Käfer habe ich gemacht. Und was ist dann das da? Can be found in Loot Chest. Ey, warte mal, das Ding habe ich doch gefunden, oder? Ach nee. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, wir sind jetzt bei 22 Minuten. Ich gehe jetzt nochmal das andere Schiff looten. Vorher räume ich mich aus. Das brauche ich nicht. Das verstrahlt nämlich auch nicht mit. Das lasse ich da. Da habe ich keinen Platz. Das lasse ich da. Steinspitzhacke lasse ich da. Das nehme ich mal alles mit. Aber der produziert einfach weiter. Verdammt, verdammt, verdammt. Hier war das wieder. Ich springe jetzt direkt mal zum anderen Schiff. Ich könnte mir natürlich auch einen Homepunkt setzen. Wo war das? Da war dann noch so ein Schiff hier. Da unten diese Dinger da. Da würde ich jetzt direkt mal drauf springen bei dem. Bei dem war ich, ja. Jetzt hab ich, das ist ein Creeper, dann nehme ich das da drüben. Ah, das ist ein Enderman oder was ist das? Nee, gar nichts. Tja, Leute, ich springe an euch vorbei. Huhu. Oh, oh, oh. Oh, oh, aufpassen, 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 aufpassen. So. Ein Schwert in die Hand nehmen. Fliegt wie ein. Wie ein Zombie. Oh Gott. Monster. Locker, bleib locker. Hey, du schießt auf mich. Was ist das für einer? Was ist denn das für einer? Ein Bergarbeiter. Ein Zombie-Bergarbeiter. Was ist denn das hier? Meine Sachen sind weg. Return to Test Location. Ich habe kein Schwert, Leute. Wie soll ich denn jetzt hinkommen? Oh Mann, das geht ja hier gut los. Gott sei Dank habe ich hier zwei Eisen. Ich Trottel habe mein ganzes Eisen weggenommen. Eieieiei. Okay, Return to Gravestone. Ist da. Ich gehe jetzt einfach mal rechtsklick. Shift rechtsklick. Okay. Schau mal, oh, das ist ja putzig. Was ist das? Leiche. Hey. Spitzball, hey, du Sackgesicht, du. Wie kriege ich jetzt meine Sachen? Der hat voll die Schutzflinte. Alter, ich kann nicht nochmal sterben. Ich brauche mal.
Jetzt leckt's, Alter. Wo ist denn der Keks hier? Piss dich doch. Entschuldigung, dass ich jetzt nicht so eine Ausdruckweise habe. Aber Leute, ich komme jetzt an meine Sachen nicht mehr ran. Was ist denn das da? Geigerbeiterhelm. Na toll. Hier liegt. Ach doch. Oh, ach, und dann verschwinde ich. Okay, sehr gut, danke. Er schießt. Ja, wie steig seid denn ihr? Seid ihr bescheuert? Ich wollte einfach nur Batterien oder so. Alles mitnehmen, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Kiste abbauen. Alter Schwede, er schießt mich der Bergarbeiter. Wo kriegen denn Bergarbeiter Waffen her, Mann? Achso, ich sollte vielleicht erst was essen. Ah, das wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich überhaupt nicht sterben im Weltall. So, was haben wir denn hier? Kois, Eisen, Yellow Stripes. Da ist ja gar nichts am Material, was ich brauche, oder? Okay, das verschwindet. Was habe ich denn hier? Floor Tiles. Ja, Creeper, geh weg. Da liegt gar nichts, ne? Da ist nichts, was ich gebrauchen kann, oder? Wieso verschwindet das alles nach außen? Ich bin doch hier, Leute. Aber vielleicht kann ich es ja einschmelzen irgendwie. Ich versuche es einfach mal mitzunehmen. Leider keine Maschinen hier, das ist ärgerlich. Da unten drunter mal schauen. Okay, da ist auch nichts. Verdammt, das war jetzt wieder hier gestorben für nichts. Okay, dann schaue ich mal, was habe ich noch? Da unten war noch irgend so eins, da mit den ganzen Monster. Oder habe ich jetzt mir die Augen? Bleib doch hier. Ich brauche, glaube ich, Spannungsmusik. Es ist der Enderman da drüben. Das ist der Enderman. Scheiße, jetzt Mist. Entschuldigung, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ich muss auf das Schiff. Oh Mann, was mache ich jetzt? Was ist denn das drüben? Hallo, bitte. Hallo. 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 Oh Gott. Oh, gleich drei Stück hat's geleckt. Okay, Moment. Zum ersten Mal kurz hier. Ich grab mich mal schnell da rein. Mein Sauerstoff geht zur Neige. Ich werde total verstrahlt. Brauche jetzt doch, deswegen grabe ich mich nur mal kurz hier rein. Er schießt mich im Bergarbeiter. Ich komme immer noch gar nicht drüber weg, Leute. Ja, da ist nix. Er schießt mich im Bergarbeiter. Ehrlich, mit der Schrotflinte. Ich gehe jetzt da oben noch in das Bunkerchen da rein. Okay, einmal hochspringen. Jawohl. Und warte, nicht runterfallen, Ja. So, wie komme ich jetzt von hier nach oben? Hallo, bitte. So, okay. Ja, oh, das schaut gut aus. Drehtriebwerk. Wisst ihr mal was? Ich setze mich hier mal an Home. Set Home S für Schiff. You can't set any more home locations. Nee, also das will ich überhaupt nicht, Leute. Da muss ich mir einen Wegpunkt setzen. Da muss ich mal schauen, wahrscheinlich muss ich da mal Cheats irgendwie aktivieren. Oh, da schießt einer auf mich. Alter, was ist denn? Was geht denn mit dir ab? Ich werde mal hier kurzfristig einbrechen. Darf ich mit dir reden? Oh. Oh. Der schlägt mich einfach hier, der spinnt wohl. Ich wollte eigentlich nur mit dir reden. Bleib doch mal stehen, du. Der kann gar nicht stehen bleiben. So. Mal schnell was futtern. Wahrscheinlich werde ich gleich nochmal so sterben. Bleib mal stehen. Du bist ein Trottel, Mann. Jetzt töte ich dich aber, komm her. Komm her, du wirst sowas von sterben.
bist denn du für einer, du Karl-Heinz? Alter, Moment, jetzt ist aber hier, aber jetzt ist Schicht im Schacht, Leute. Kaum noch was zu futtern. Kaum noch Leben. Kaum noch Sauerstoff. Und dann kommt der Karl-Heinz daher. Und versucht mich da platt zu machen. Nee, keine Chance, du. Du gehst schön hier. So. Jetzt ist natürlich so. Da steht auch noch so einer. Gott, ich bin wieder total. Ich schaue gar nicht auf die Uhr. Sehe ich ja gerade. Erstmal hier zumachen. Okay, das sind Mondgesichter. Das hier, das baut mir direkt alles ab. Da bin ich total verkühlt, wenn er auf mich geschossen. Wenn er auf mich schießt. Und da habe ich Wasser, Leute. Ich habe Wasser und kein Inventar. Ich bin so blöd. Stein, Stein, Stein. Das lege ich auch da rein. Was habe ich hier noch? Ich will das alles haben. Ich will das alles haben. Ich will das alles haben. Und die Erde. Und ich würde gern einen Eimer bauen. Das mache ich schnell. Ich werde gleich sterben. Ich werde sowas von gleich sterben. Einen Eimer bauen. Dann klaue ich mir nämlich das Wasser hier direkt. Und nehme die Erde mit. So. Wer auf mich schießt, hat es nichts anderes verdient. Ganz einfach. Und ich habe ein bisschen Erde. Ich kann mir nur einen Handpunkt setzen, Leute. Das ist ja sowas von nervig. Also ich werde mal schauen, wenn ich noch heute das Spiel nochmal starte. Dass ich hier mir irgendwie was mache. Jetzt muss ich mal was schauen, ob es ein Backpack gibt. Es gibt Backpacks, jawohl. Basic. Ja, brauche ich wieder Wolle. Wolle brauche ich die 4 Fäden. Leder habe ich auch keins. Ach Mensch, Leute. Ja gut, dann komme ich da nochmal her. Machen wir es ganz einfach so. Ich lasse das alles da. Spinnnetz. Oh, Kupfermünze habe ich bekommen. Ein Bauarbeiterhelm. Den hänge ich mal an die Wand, weil der Kerl mich hier kaputt gemacht hat. Oh, Golderz habe ich gefunden. Oh, kleiner Sauerstofftank. 900. Oh, das ist prima, mega, super gut. Hier, Dankeschön. So, jetzt komme ich zu euch, ne? Ich hoffe, ihr seid nett. Okay, die tun schon mal nicht dergleichen. Mit dem kann ich tauschen. Mondsaphir gegen Sauerstoffmaske. Wo kriege ich einen Mondsaphir her? Drücke Shift für mehr Info. Mondsaphire, okay. Okay. Also, zack, zack, die Erde behalte ich mal. Was haben wir denn hier? Flüssigkeitstank. Raketenstartrampe. Darf ich dir mal da einen klauen, schnell? Oh Mist. Oh Gott. Bakterieller Schlamm. Was ist denn das jetzt hier? Hey, gehst du doch weg, du spinnst. Hey. Was mache ich denn für Zeug, wenn ich mich nicht auskenne? Oh, das ist Steinkohle. Wisst ihr was, ich muss da schnell mal hier... Warte mal ganz kurz. Ich muss hier mal Steinkohle opfern. Und hier mal die Würmer da... Alter, was seid ihr für hier? Geh mal her, doch. Du bakterielles Heinzchen. Oh ne, jetzt werde ich doch nicht wegen den blöden Würmern hier sterben. Oh, schau mal hin. Komm doch mal daher, da ist Kakteen, da könnt ihr kaputt gehen. Alter. Jetzt machen mich die kleinen Bakterien-Dinger da kaputt. Jawohl, Zauber, komm du noch. Und wie schnell die sind, die kleinen Scheißerchen da. Gut, der ist kaputt. Alter. Zuckerrohr. Zuckerrohr brauche ich. Warte mal, und da ist ja auch Sand, ne? Wisst ihr was? Glaube ich mir komplett. Bin ich absolut schmerzfrei jetzt. So. Zuckerrohr brauche ich, weil für Papier. Und hier habe ich... Ah, Kisten. Jawohl, was habe ich denn da? Small Fuel Kanister. Dose mit Nahrung. Und hier... Eigentlich nichts.
Okay, kann ich die noch abbauen? Schnell. Hast du Kartoffeln? Du hast Kartoffeln und Karotten. Ich kann die auch nicht alles. Komm, ich kann hier auch alles. Ah, das war wieder doof. Das war mega doof. Das war Kloster und Fackel, das war jetzt mega doof von mir. Ich muss leider die Kartoffeln wieder anpflanzen, beziehungsweise die Karotten. Und das Weizen schmeiße ich weg. Das Weizen schmeiße ich weg. Jetzt habe ich die Kürbiskerne und Melonenkerne. Habe ich auch. Rote, nee, habe ich leider nicht. Gut, ich gehe jetzt auf jeden Fall nach Hause, weil ich, sonst sterbe ich hier. Und dann werde ich die Folge auch gleich wieder beenden. Wir sind schon wieder bei 36 Minuten. Mai. Also ich muss auf jeden Fall hier mir Gedanken machen, wie ich an Energie komme. Ich brauche Holz, ich brauche... Boah. Ich brauche ein Lagersystem. Ich lege erstmal alles rein. Und ihr wisst ja was, ich lege glaube ich gleich alles rein. Münzen habe ich auch. Glowstone Fackel. Wenn ihr keinen Sauerstoff habt, normale Fackel nicht brennen, okay. NASA Workbench. Lapis. Warte mal, Lapis. Redstone. Kanister. Ventilator. Dose mit Nahrung. Die lasse ich mal im Inventar. Patronen brauche ich nicht. Tank brauche ich nicht. Gold, Lapis, Redstone. Da müsst ihr doch schon eine Quest freigeschalten haben, oder? Ach jawohl. Ja, das mache ich später. Ich wollte mal hier hinschauen. Aluminium, Zinn, Kupfer. Da, super. Und die Rare. Das ist gar nicht dabei, was ich brauche. Okay, Leute. Mein Sauerstoff geht schon wieder zur Neige. Ich schaue immer noch bescheuert aus. Und ich würde sagen, ich nasche mir mal gerade die Dose da leer und mache mir jetzt in der Offline-Zeit Gedanken. Ich werde was ausblenden und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich wollte es ja eigentlich maximal 30 Minuten machen, aber ja, ist egal. Tschüss.